Grüß Gott und herzlich willkommen zur achten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Wir setzen in dieser Lektion direkt dort fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben und schauen uns noch die Entwicklung in Indien ab der buddhistisch-jainistischen Periode an. Der zweite und dritte Teil sind dann der Mathematik in den Ländern des Islam gewidmet. In den ersten beiden Teilen bediene ich mich wieder etwas stärker der Vorlesungsmitschnitte des letzten Jahres als Quelle. Dafür ist dann aber der dritte Teil zur Geometrie, Trigonometrie und Sphärik fast komplett neu aufgenommen. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt, dass diese jainistisch-buddhistische Periode aufgrund mangelnder Quellen lange Zeit so als eine Art finsteres Mittelalter der indischen Mathematikgeschichtsschreibung galt. Heute weiß man, dass man sich zu dieser Zeit allerdings auch schon mit recht tiefliegenden Fragen beschäftigt hat, nämlich etwa, ob es nur eine Art von Unendlichkeit gibt oder nicht doch verschiedene. Die Abstufung läuft hier in etwa so, bis zur größten Zahl, das ist die Zahl, bis zu der ein Einzelner zählen kann, nennt man die Zahlen zählbar. Wenn jetzt so viele Menschen zusammenkommen, wie ein Einzelner zählen kann und sich das Zählen so untereinander aufteilen, dann ist das, was rauskommt, fast unzählbar. Jetzt könnten aber wohl noch mehr Menschen zusammenkommen, als ein Einzelner zählen kann, dann entstehen die echt unzählbaren Zahlen. Aber selbst dann soll nach jainistisch-buddhistischer Auffassung noch nicht die Unendlichkeit erreicht sein. Das sind zwar vielleicht nicht unsere modernen verschiedenen Unendlichkeitsbegriffe wie abzählbar und überabzählbar, aber es ist doch einigermaßen erstaunlich, dass man sich überhaupt solche für praktische Zwecke ja eher irrelevante Überlegungen gemacht hat. Ja, was es auch noch gibt, sind in dieser jainistisch-buddhistischen Periode sind Anfänge der Mengenlehre. Es wird erkannt und dann auch hingeschrieben, dass Wurzeln gebrochene Potenzen sind, also dass dieser Zusammenhang Wurzel ziehen, potenzieren und Schreibweisen dafür. Und es gibt schon einiges aus Permutationen, Kombinationen und dem binomischen Leersatz bis n gleich 4 kannten die da auch schon. Und das ist schon ganz okay. So, dann für Sie vielleicht, jetzt kommt wieder was, was Ihnen näher ist. Der Dreisatz, beziehungsweise Ihnen ja nicht, weil Sie den Schlussrechnung nennen. Hier heißt er Trairasika. Gemäß Trairasika multipliziert man die Phala Rasi, das wären die Kosten der Früchte, mit den Ikarasi, der gewünschten Anzahl Früchte, und teilt durch die Pramana, also durch die Früchte. Das gewünschte Ergebnis ist dann Ika Phala, die Kosten der gewünschten Anzahl Früchte. Ist ein bisschen schwer verständlich mit dem Beispiel geht es jetzt leichter. Also Sie müssen sich hier der George Joseph viel in England gelebt. 8 Orangen kosten 92 Pence. So, jetzt sind diese 92 Pence sind die Phala Rasi, Kosten der Früchte, und die Pramana, das sind die 8, die Anzahl Früchte, die man für die 92 Pence bekommt. Und jetzt will man wissen, was kosten die 14 Orangen? Ja, die 14, das sind die Ikarasi, die gewünschte Anzahl der Früchte. Und jetzt, so. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ob das stimmt. Also ich nehme die Phala Rasi, die 92, mal mit den 14 und teile dann durch 8. Das soll das richtige Ergebnis sein. Das klingt ganz vernünftig, ne? So machen Sie das in der Schlussrechnung im Prinzip auch. Sie könnten natürlich auch sagen, Sie teilen die 92 geteilt durch 14, dann haben Sie die Kosten pro Frucht geteilt durch 8 und nehmen das dann mal 14. Das wäre eigentlich eingängiger, ne? Wenn man sich mal so richtig überlegt. Aber so ist es halt hier nicht argumentiert. So, und dann ist hier noch eine ganz trickreiche Aufgabe dabei. Die könnte man mal als Rätselaufgabe nehmen aus diesem Bakshali-Manuskript. 2 Pagenjungen sind Begleiter eines Königs. Für ihre Dienstleistungen bekommt einer 13 Sechstel Dinare pro Tag. Ach, bin mir gespannt, mit welchem Messer die Dinare auseinandergeschnitten haben. Also Sie merken schon, auch das sind Einkleidungen. Und der andere bekommt 3 halbe Dinare pro Tag. Der erste schuldet dem zweiten 10 Dinare. Berechne und sage mir, wann sie gleich viele Dinare haben. Das ist jetzt ganz tricky gemacht an der Stelle.
So, jetzt überlegt er sich das so. Also der sagt, wann geht sich das gut aus mit den 10 Dinaren? Wenn ich das kleinste gemeinsame Vielfache von 10, 6 und 2 nehme, das wäre nicht blöd. Weil dann kann ich super 10 abziehen und das kann ich auf jeden Fall durch 2 teilen und das kann ich durch 6 teilen. Also probiere ich das mal, das kleinste gemeinsame Vielfache von 6, 2 und 10 ist 30, wenn ich mich nicht ganz irre. So, jetzt schreibe ich mal die wichtigen Rahmendaten auf. Wir gucken mal, 30. Ja, 30. Machen wir mal 30 Tage. 30 Tage, das klingt doch vernünftig. Das können wir mal ausprobieren, ob das hinhaut. Also, und der eine bekommt 13 Sechstel, muss ich mir mal notieren, und der andere bekommt 3 halbe. 30 wäre dann gut, dann hebt sich, wenn ich 30 Tage nehme, dann kann ich durch 2 teilen, kann ich durch 6 teilen, kriege ich die 10 Dinare irgendwie abgezogen. Gut. Der eine bekommt pro Tag 13 Sechstel. So, jetzt schreibe ich das mal so auf, wie Sie das gelernt haben. Jetzt will ich auf 30 Tage. Schreiben Sie das so, ja, ne? So bei der Schlussrechnung, das ist schon ganz üblich. Also so kenne ich das. Wir haben jetzt den Vorteil, wir müssen gar nicht erst auf 1 runter, weil hier schon 1 steht. Das ist natürlich super. 30 geteilt durch 6 ist 5, oder? Also 5 mal 13 ist 50 plus 3 ist 65. Hat der hier mal, beziehungsweise eigentlich hat er ja minus 10, also hat er 55. So, und der andere, der kriegt für einen 3 halbe. ist 90, geteilt durch 2 ist 45. Also hat der 45, aber der kriegt ja vom anderen 10. Mann, verdammte Kiste, gar nicht so blöd, wie der sich das überlegt hat. Müsste man mal ausprobieren, wie das mit anderen Zahlen ausschaut. Gut, also das sind so Aufgaben, die da in diesem Arabiata drin sind. So, das hier ist auch schön. Das kommt dem schon sehr nah, was wir unter Algebra verstehen. O Jungfrau mit den strahlenden Augen, sage mir, da du die Methode der Umkehrung verstehst, welche Zahl mit 3 multipliziert, dann um 3/4 des Produkts erhöht, dann durch 7 dividiert, dann mit 1/3 des Ergebnisses vermindert, dann mit sich selbst multipliziert, dann um 52 vermindert, daraus die Quadratwurzel gezogen, bevor 8 hinzugefügt und dann durch 10 dividiert wird, ergibt das Endergebnis von 2. So, für Sie ja ganz leicht, Sie schreiben halt einfach hin, ne? X mal 3 durch 4 und so weiter. Aber jetzt ist ja, X ist nicht, ne? Also X ist nicht, aber da steht ja die Methode der Umkehrung. Ja, jetzt müssen wir das sozusagen, wir müssen das immer einen Schritt rückwärts machen. Wir gehen einfach von hinten durch und heben das immer auf. An ein paar Stellen muss man da ein bisschen aufpassen, weil wenn da zum Beispiel steht, das wird um 3/4 des Produkts erhöht. Da muss man so ein bisschen überlegen, wie das mit dem, wenn man jetzt von hinten kommt, wie dann eigentlich genau die Umkehrung ist. Weil das heißt ja quasi plus 3/4 mal das X. Und wie kriegt man das dann umgekehrt? Aber das kriegt man schon hin. So. Anfang ist mal leicht. Also am Anfang haben wir 2. Dividiert durch 10 ergibt 2. Also ist der erste Schritt, das umzukehren. Davor war es also 20. Bevor 8 hinzugefügt und dann durch 10 dividiert wird. So, jetzt muss ich also von den 20 aber die 8 dann wieder abziehen, die hinzugefügt wurden. Daraus die Quadratwurzel gezogen. Also war das ursprünglich mal 12 Quadrat, ist 144. Dann um 52 vermindert. Also müssen wir jetzt zu den 144 die 52 wohl wieder dazuzählen, ist 196. Dann mit sich selbst multipliziert. Okay, jetzt müssen wir aus der 196 die Wurzel ziehen. Das geht glücklicherweise glatt auf und ergibt 14. Sage ich mal so, weil mein Spickzettel direkt daneben liegt. So, dann mit 1/3 des Ergebnisses vermindert, dann mit sich selbst multipliziert. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Um 1/3 seines Ergebnisses vermindert. Also ist das Endergebnis 2/3. Um 1/3 vermindert worden. Das Endergebnis ist 2/3. Ich muss also 14 geteilt durch 2/3 rechnen.
wenn ich wieder das Ursprüngliche haben will. Oder ich könnte auch sagen 14 mal 3 halbe, wenn mir das lieber ist. Nur da muss man an der Stelle muss man tatsächlich etwas aufpassen. Das ist dann 21. Dann durch 7 dividiert, also muss ich jetzt wieder rechnen, 21 mal 7 ist gleich 147. Dann um 3 Viertel des Produkts erhöht. Oh. Also um 3 Viertel des Produkts ist das erhöht worden. So, da war die Stelle, wo ich ziemlich gehangen habe. Wenn das um 3 Viertel erhöht worden ist, also ursprünglich waren es 4 Viertel und 3 Viertel kommen dazu. Dann sind es 7 Viertel. Also das ist 147 ist 7 Viertel des ursprünglichen Ergebnisses. Also 147 geteilt durch 7 Viertel. So. Pi mal Daumen würde ich sagen, das könnten ungefähr 84 sein. Welches mit 3 multipliziert? Aha, also muss ich jetzt die 84 wieder durch 3 teilen. Habe ich 28. Und da bin ich fertig. So, jetzt muss ich natürlich noch mal gucken, ob das umgekehrt stimmt. Schauen wir mal. Probe. 28 mit 3 multipliziert ist 84. 84 plus ein Viertel von 84. 3 Viertel von 84. Hier Nebenrechnung. 84 geteilt durch 3 ist gleich 81 geteilt durch 3, na Moment, 3, 60 sind 20. Ach so, stimmt. 28 und die dann aber mal die, Moment, ja, ich bin echt ein Witzbold. So, und die 28 jetzt aber noch durch 4 teilen ist gleich 6, oder? Ah nee, mal um 3 Viertel erhöht. Jetzt bin ich komplett blöd. 84 mal 4 muss ich das jetzt nehmen, oder? Nein. Um 3 Viertel erhöht. Was rechne ich denn hier eigentlich? Ich muss von 84 3 Viertel rechnen, geteilt durch 3 mal 4. Ach so. 84, nein, ich muss rechnen 84 mal 3 Viertel. Ich bin ja ein Witzbold. Genau. 84 mal 3 ist 12, 9, 17. 17 plus 8 ist 25, oder? Und 21 mal 3 ist 63. Also 84 plus 63 sind 7. 147. Wunderbar, da sind wir immer noch richtig. So, jetzt die 147, ich weiß aber jetzt nicht mehr, an welcher Stelle wir waren. Durch 7 dividiert. 147 durch 7 ist 21. Das steht ja hier steht ja 21 mal 7 ist 147. Okay, den Rest glauben wir jetzt einfach. Wir haben eh nichts falsch gemacht, die Lösung stand auch in dem Buch drin, ich habe es nur zu spät gesehen. Was gibt es sonst noch in der klassischen Periode? Bestimmte und unbestimmte quadratische Gleichung. Das schauen wir uns aber gleich noch beim Herrn Kwarizmi an. Trigonometrie, da ist der Übergang von dieser griechischen Korda, wo die noch mit diesem Sehnendreieck gearbeitet haben, dann zu tatsächlich der Bestimmung von den Winkeln an rechtwinkligen Dreiecken, wie Sie das kennen. Das kommt auch von den Indern her. Es gibt geometrische Interpretationen von arithmetischen Reihen. Dann gibt es eine Verallgemeinerung der Heronschen Flächenformel, die ja fürs Dreieck ist, auf allgemeine Sehnenvierecke, also solche Vierecke, die einen Umkreis haben. Und in diesem Bhaskara II, von dem Herrn Bhaskara II, geschätzt um 1150, gibt es dann die Lösung von verschiedenen Problemen mit infinitesimalen Methoden. Nämlich Pi bestimmen. Die momentane Geschwindigkeit eines Planeten ist eine Fragestellung und die Bestimmung der Oberfläche und des Volumens der Kugel. Tatsächlich mit Solimis-Argumenten im Grunde genommen. Wir hatten ja gesehen, dass es
Also so ganz, ganz frühe Elemente davon gibt es schon auch bei den Griechen. Das war diese Idee der doppelten Reduktio ad absurdum, wo man so sagt, das eine kann nicht kleiner werden. Aber die haben hier halt weniger Probleme mit dem Aktual Unendlichen und dann zu sagen, ah, das wird so und so oft wiederholt und dann kommt da am Ende das raus. Das war bei den Griechen ja eher noch nicht so besonders gerne gesehen. So, dann Beweisverständnis und Logik. Da gibt es massive Unterschiede. Beweise heißen, oder die Art von Beweisen jedenfalls, heißt Upapatti, was so viel übersetzt heißt wie überzeugende Demonstration. Und es gibt in der indischen Mathematik ganz lange, also bis noch in diese Kerala-Episode, da ins 15. Jahrhundert, halt, keine Restriktion auf axiomatisch-deduktives Arbeiten, wie das bei den griechischen Mathematikern ganz typisch war. Das liegt daran, dass die, aber dazu erfahren Sie dann wahrscheinlich eh viel mehr in Philosophie der Mathematik noch oder haben schon erfahren, je nachdem, in welcher Reihenfolge Sie das studieren. Man sagt ja, was ist die Ontologie der mathematischen Gegenstände? Also was sind die eigentlich? Gibt es die nur in unserem Kopf oder sind das Beschreibungen von realen Gegebenheiten, die man damit zu erfassen versucht? Und bei den Griechen waren das halt ideale Figuren des reinen Denkens und deswegen die Beschränkung, dass man mit möglichst wenigen Grundaussagen auskommt und dann alles durch logisches Ableiten aus diesen herstellt, um eben auch in der Welt des reinen Denkens sich zu bewegen. Und der Unterschied ist eben hier, dass wirklich das, was als geometrisch akzeptiert wird, sind halt die realen Figuren, die Anzahlen und so weiter. Und dadurch sagt man dann, ach, es ist auch okay, durch Figurenfolgen, also durch so Zerlegungsbeweise und so etwas zu beweisen. Und auch Zahlenbeispiele gelten in gewisser Weise als Beweise. Und das gibt es dann später auch irgendwann, so nach der Grundlagenkrise im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, gibt es das auch in Europa mal eine Phase, die strikte Ablehnung indirekter Beweise. Insbesondere, sie können nicht die Existenz eines Objekts durch einen Widerspruch beweisen. So, und das ist aber was in der normalen Mathematik durchaus gar nicht so selten vorkommt, dass man sagt, das muss es geben, weil wenn ich das Gegenteil annehme, führt das auf einen Widerspruch. Es gibt zum Beispiel dieses Prinzip, dass jede absteigende Folge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element. Es gibt so einen Satz der elementaren Arithmetik und da wird dann auch oft so bewiesen, dass man dann sagt, hier ist eine absteigende Folge von Zahlen, die kann nicht unendlich weitergehen, weil die muss an ein Ende kommen. Also es muss ein kleinstes Element existieren. Und das wäre sowas, was hier eigentlich nicht akzeptabel ist. Was okay ist, dass man beweist, dass etwas unmöglich ist. Das nennt sich Tarka. Aber im Grunde genommen, wenn man so sieht, wie weit die da gekommen sind, bis zu den infinitesimalen Methoden, ist das schon irgendwie ja, überraschend, dass obwohl es nicht diese Beschränkung auf das rein axiomatische Denken gibt und obwohl es keine indirekten Beweise gibt, man sich irgendwie doch gar nicht vor der westlichen Mathematik verstecken musste, wo ja doch eigentlich immer ganz gerne gesagt wird, diese griechische Methode, die ist für die ganzen Erfolge verantwortlich. Das kann man hinterfragen auf Basis der indischen Mathematik. So, hier sehen Sie das mit diesen Überlieferungswegen. Die Inder hatten viel Kontakt mit China, die Inder hatten aber auch viel Kontakt mit den Ostarabern und darüber sind dann von China einige Aufgaben nach Indien und dann so nach Mesopotamien Textaufgaben gegangen und dann wandert das immer so weiter bis ins Abendland hinein. Das müssen wir jetzt nicht viel genauer anschauen. Hier sehen Sie so einige wichtige Zentren, Byzanz zum Beispiel, ja, Bagdad, dann das wichtigste Zentrum des ostarabischen Bereichs und Cordoba, das wichtigste Zentrum des westarabischen Bereichs. Und Italien ist ja dann das, wo dann, also wenn man so sagt, das finstere Mittelalter hört auf und dann geht es weiter in Italien. Also Leonardo von Pisa ist dann halt so mit einer der ersten, wo man dann sagt, da fängt es dann langsam wieder an, dass die Mathematik im europäischen Bereich dann weitergeht. Damit sind wir am Ende dieses Kapitels angelangt. Sie jagen jetzt kurz Schnitzel und dann machen wir weiter mit der Mathematik in den Ländern des Islam.